Hallo, ah ja, ihr seid diese... Sagt ihr nicht anders aus? Oh, okay, Level 29. Die sind nicht gerade ohne. Vielleicht sollten wir doch in Altenia zuerst sein, aber jetzt sind wir schon hier. Level 29 ist jetzt auch nicht so krass. Ich hätte mal gucken können, ob ich noch Sachensamen hatte. Da ist ein Ei. Das hau ich mal in die Pfanne. Eine Fresse. Der hat aber viel ausgehalten, der Cockatrice. Okay, hier kommt man später runter. Auf der Seite war ich noch gar nicht. Und ich sehe da schon die ganze Zeit was glitzern. In Silbersachen sagen. Jetzt, wo wir natürlich Goldsachen sagen gefunden haben, will ich gerne auch die mehr haben. Ein Tomatenmann. Oh Mann, der haut aber ganz schön rein, der Entensoldat. Weg hier. Aber im Original sah das doch mehr wie ein Soldatenhelm aus und nicht so, was der da trägt. Tomatenmänner machen mich fertig mit ihren Geräuschen, die hören sich so komisch an. Die sterben. Ich dachte, die sterben. Er hat sich einfach mal geheilt. Das ist das Gegenteil vom Sterben. Weiß nicht. Hier ist einfach mal Sand. Kann ich das? Nee, es sieht zwar irgendwie so ein bisschen danach aus. Aber ich kann da nicht hoch. Ob ich den da anders irgendwie... oh Gott. Hab nicht gesehen, dass das auch so sich bewegender Sand ist. Wissenshauptstadt Sultania Oase Din. Ist auch sich bewegender Sand. Da kommt man nur runter. Will ich da runter? Ja, für die Gegner und das Item, was ich da in der Ecke sehe. Trita! Ich kann mich daran erinnern, dass mehrere von denen ganz schön scheiße war. Weil die doch schon ganz schön viel aus hatten und alles. Ich mach mal den hier. Aber wenn ich leider nur einen treffe, den ich mal getötet habe. Oh Gott. Heilung, Charlotte, wie wär's damit? Er ist einfach mal umgekippt, wieso auch immer. Okay, tot. Jetzt kriegt ihr auch nur einen. Oh, den hätte ich beinahe übersehen. Die hat jetzt auch nur einen Erfahrungspunkt bekommen. Ich verstehe das einfach nicht, wie das mit den Erfahrungspunkten hier ist. Weil manchmal kriegen sie zwei, manchmal nur einen. I don't get it. Zu einer Lupe. Da komme ich nicht hoch, weil da Treibsand ist. Sich bewegen lassen. Treibsand. Es ist eigentlich Treibsand, weil normalerweise... Also... Was man als Treibsand kennt, ist ja Sand, der einer unten zieht, aber der treibt ja mehr oder weniger. Aber der Treibsand treibt ja auch. Okay, wo zur Hölle muss ich dann jetzt hin? Die Sternente. Okay, da komme ich nicht rein. Nicht wirklich, oder doch? Aha! Wird man hier rein?
Ach nee. Der war fast tot, ey. Nämlich wenn die sich verwandeln, dann haben sie volles Leben wieder. Ja, und das bin ich doof. Warte mal, komm ich da auch irgendwie anders hoch? Na, von da. Ich weiß nicht, ob ich so hier wirklich so hier rein sollte. Mit dem Trick, den ich gemacht habe. Geh weg. Oh, also denn müssen auf Stadt Britannia. Ja, dann müssen wir auch hin. Ich hole mir einfach nur das Item mal kurz. Oder 70 Lucre, aber hier gibt es ja noch so viele andere Wege. Darunter sollten wir nicht. Das sieht ein bisschen schneller aus. So. Da geht es auch nur wieder runter. Hier geht es auch nur wieder runter, aber hier gibt es auch eine Truhe. Nein, das wirklich über 1000 Lucre. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ich habe da nur eine 1 mit ein paar Nullen gesehen. Ich meine, so schwer war das gerade jetzt auch nicht, das zu machen. Warte mal, wieso sehe ich so ein höhlenmäßiges Dingens hier? Kann ich da rein? Oder da hoch? Weil auf der Map sieht das schon fast so aus, als könnte man da irgendwie was machen. Da schaut der Sand ja irgendwann auf, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es im Original diesen Sand gab. Diesen bewegenden Sand, nicht bewegenden Sand. So. Ich hole erstmal das Leben, ist unnötig. Dann lass mir das mal. Was bist du denn da? Einmal auch nur so ein Soldat-Typ. Entensoldat, ich muss mal kurz die Kamera drehen, wo bin ich und überhaupt. Ja, ich ja. Viele von den Tomaten-Idioten sind eigentlich hier. Ah, ne, können die sich nicht bevielfältigen? Kommen die auf jeden Fall in Secret of Mana. Ich weiß gar nicht mehr, ob die das Secret of Mana auch können. Der liegt ja noch. Geh einfach sterben, die haben so viel Leben, ne? Hier irgendwas? Wenn man hier rüber gekommen. Oh. Man sieht die so schlecht, die leuchtenden Sachen. Ich glaube, die sind auch mehr weiß als gelb, ne? Hier in der Wüste. Die leuchtenden Sachen. Vielleicht, wenn man sie besser sehen kann, aber da sehe ich schon, da ist eins eher gelb als weiß. Der Rand ist mehr, also eher gelb. Und die Mitte ist halt weiß am Leuchten. Wo gehst du hin? Den lasse ich da mal gerade, weil er auf dem sich bewegenden Sand ist. Halt die Kürbisse. Aber auf hier mit den Kürbissen. Wo kommt denn der Dornschnabel her? Weglaufen gibt es hier nicht. Okay. Hat sie? Also ist sie gerade ein Level gestiegen? Ich habe das nicht mitbekommen. Ich war beschäftigt mit nichts tun. ja, keine Ahnung, ob sie ein Level gestiegen ist. Guck mal, das da hinten. Gucken wir mal in kurzen Strategie rein. Kannst ruhig Klasseangriffe vor der Pulle machen, aber Magie
setzt schon jetzt ganz schön die Magie ein. Okay, jetzt ist es Nacht. Nur Undine schon hätten, das wäre gut. Weil die werden alle schwach gegen Wassermagie. Also den direkt voran. Wollte nochmal schnell in die Ausbildung rein. Okay. Die wollten wir, glaube ich, in Stärke. Oder in was wollten wir? Ich glaube, Glück wollten wir auch so ein bisschen gehen, ne? Aber vielleicht sollten wir mal auch ein bisschen topfig. Ich weiß es ja nicht. Schlummerblume. Formwandel. Ich weiß es alles nicht. Ich weiß nicht, in was ich investieren soll, deswegen investiere ich erstmal eher in Stärke. Erhöht den Angriff um 10%, wenn der TP bei 80% oder darüber liegt. Ja, okay. Wird eh nicht passieren, weil ich immer hart aufs Fressbrett gehe. Ich wollte ja Gewitter haben, deswegen holen wir uns mal kurz Gewitter. Das wäre bestimmt Plus. Verursacht einen in einem Bereich Windmagie-Schaden. Verursacht Windmagie-Schaden. Das wollten wir hier bei ihr. Magie haben wir ja eigentlich ganz gut. Angriffsrückstoß. Ja, ich glaube, ich gehe in Ausdauer. Eben für die 5 TP hier. Okay. Kacke, ich glaube. Ah, nee, noch getroffen. Wandel dich nicht mit Kackvieh, weil du bist gleich tot. Gut. Wo sind die anderen? Okay. Was haben wir denn hier? Es ist nicht mehr weit bis zur Oase Din. Ja, da gehen wir auch sofort hin. Nach der Oase Din. Aber ich wollte erstmal gucken, was wir hier haben. Und das hier. Hallo. Wie kommen wir nur hier runter? Ah, den kann man an mehreren Orten im gleichen Gebiet finden. Gut, dass ich das wusste. Ich habe ja gerade gesehen, man kann das ja anzeigen. Wie kann man das nochmal anzeigen? Kaktus Fatz X. Hier. Gelegentliche zweifache Erfahrung erhöhen ist der nächste Preis. Vielleicht haben wir das ja schon, dass das hier und da mal passiert, weil das hier und da schon mal passiert. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht falsch gegangen. Hätte ich nochmal hier zurück, wenn ich wollte. Ja, ich könnte. Hallo, Ente. Sterb. Okay, der ist Level 30. Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Komm, hier. Gut. Ich wollte eigentlich auch eher die Ente treffen. Okay, dann holen wir uns nochmal die Truhe. Ich gucke auch viel auf die Karte, auf die Minimap. Wo man hier hin kann und muss und überhaupt. Mach doch den Kack einfach auf. Kann man das hier auch machen? Wahrscheinlich für später. Muss man das? Also. Glaub, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, das muss man das später machen. Gut zu wissen. Und auf so Oase Din. Die Viecher haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, die Trizis, ne? Oder Trizer. Wieso treffe ich den nicht? Nix heilen. Fire's
Gemstone's got to be around here somewhere. Yes, you are the din. I think I will find a shady place to wait for everyone. Flammen schluckt voraus, vor sich extreme Hitze. Okay. Dann gehen wir aber, glaube ich, erstmal zur Oase Din. Willkommen in der Oase Din. Aber hier sind jetzt auch keine Items versteckt, deswegen. Okay. Ich guck trotzdem mal. Ich kann mich gar nicht mehr an die Oase erinnern, um ehrlich zu sein. KA-Teilchen sammeln. Das kann ich sowieso nicht lesen, weil meine SSD zu schnell ist. Oase Din. Kann mich echt nicht mehr an die erinnern. Kann man hier Wuskaf rufen? We're lucky there's a town here. There's more desert to come. Be sure to stock up for now. Okay, dann reden wir mal weiter. Was ist denn hier los? Oase Din. Waffen- und Rüstungsverkäufer sind nie zur selben Zeit wach. Gucken wir mal gerade, wer wach ist, weil ich gehe ja gleich sowieso pennen. Hallo. Welcome ah, der Waffenhändler. Hab ich schon. Tschüss. Was ist denn hier? Kann man ja, man kann so sehen, dass das Bett ausgebeult ist. Ja, da sieht man auch, dass er da schläft. Da ist der Gamer. Na, ich rede trotzdem mal mit dir. Westlich von hier liegt die Flammenschlucht, da brennt es Tag ein Tag aus, aber in letzter Zeit haben wir dort auch Explosionen gehört. Außerdem wird es da von Monstern. Also haltet euch fern, wenn ihr jedoch unbedingt in die Wüste müsst, geht ihr besser nicht am Salamandertag, dann sind die Feuermonster immer besonders gefährlich. Das ist ein Inn. Hier komme ich rein. Aber zugenagelt. Oh, das nehme ich schon mit. Ja, toll, war nichts drin. Kann ich hier. Ja. Kann ich hier. Ah, ja, das ist ja nur der Krämer. Und der ist mir ziemlich egal. Das ist eine Kneipe. War mir schon klar, dass ich die nicht kaputt machen kann, aber. Kannst du mal versuchen. Sehen wir Sachen sagen. Ich gehe gleich ins Inn, ne? Also. Mal so gesagt. Hallo. Eine Abkürzung, eine kleine, ne? Ich bin der Älteste dieser Stadt. In den uralten Schriftrollen steht, dass die brennenden Sande einst üppig bewachsen und grün waren. Doch die Menschen begannen, um die Nutzung der Mana-Energie zu kämpfen, bis die Pflanzen verdorrten und eingingen. Und diese Oase hat überlebt. Die Wüste ist für immer gezeichnet. Laut den Schriftrollen wird das Unheil wieder über uns kommen, wenn das Wasser der Oase vollständig versiegt ist. Ach, ich dachte, das wäre mehr. Vollidiot. Weil. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, auf die Umgebung. Für eine Oase ist das ganz schön groß, ne? Das Wasser in der Oase wird immer weniger, wenn das weitergeht, ist eines Tages ganz verschwunden. Okay. Kann hier hin. Ich habe nur gesehen, dass es auf der Map da hingeht und ich dachte, hä? Wieso ist da so ein kleiner Zipfel, der. Okay, hier bin ich falsch. Mal gucken, ob hier einer drin ist. Ja, Charlotte. Jeder Abenteurer braucht einen Imbiff für Pfiffen durch. In Ordnung, ich habe Bonbonf und Schokolade. Ich bin gewappnet. Okay. Wie gesagt, es ist immer schwierig, sie zu sprechen. Ich finde, das ist hart, komisch immer an. Hallo. Mama, Papa. Oh. Das ist ja ein bisschen traurig. Zwei leere Betten und der sagt Mama, Papa. Okay. What interest ya? Come again. Hab jetzt mit der Stimme nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. So, dann gehen wir nochmal ins Inn. Hallo Angela. Es ist so hell, dass ich den Sand kaum sehe. Ich werde auf jeden Fall einen Sonnenbrand kriegen. Ja, voll hell, so in der Nacht. Erstmal die drei Silbersachen Samen. Hoffentlich was Gutes. Ne, Heilkraut und eine Handaxt.
Vitalitätselixier, da sage ich aber nicht nein. Die anderen beiden Sachen waren eher so meh. Und ein Mamapoto-Öl erhalten. Poto-Öl heilt, glaube ich, komplett. Was Mamapoto-Öl macht, weiß ich nicht. Also mit komplett meine ich das ganze Team. Vielleicht sollte ich mal auch ein bisschen davon ins Menü legen. Wo ist das denn? Poto-Öl steht. Die TP aller Verbündeten wieder her. Quappelöl. Wo bin ich? Ja. Halbiert die magische Schaden, der einem Verbündeten zugefügt wird. Mamapoto-Öl hält Statuseffekte aller Verbündete. Medusa-Öl steigert die Anzahl der KA-Teilchen, die Verbündete gegen Köpfe erhalten. Matanginit-Öl hilft einen einzelnen gegen einen Verbündeten gerichteten magischen Angriff zurück. Ich nehme mal das Poto-Öl. Ah, davon haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Ich nehme das mal mit anstatt dieser Handaxt. Beziehungsweise ich kann ja sowieso noch was tragen. Aber ich mache die Handaxt trotzdem weg, weil die brauche ich ja eh nicht. Hallo, ich möchte gern schlafen. Welcome. Okay. Dreadentag. Und die eine Tag wäre besser, weil dann werden sie geschwächt. Ah, den hatten wir ja, glaube ich, gerade. Den Undientag. Den Sardientag. Den hatten wir, glaube ich, vor kurzem. Okay, stehen hier irgendwie andere Leute? Ne, deswegen können wir. Okay, hier, ich rede mit euch kurz. Wir kommen in den der Oasenstadt. Ich kann mit ihm hier nicht reden, weil er wahrscheinlich am Schlafen ist. So, Angriff, Abwehr, Flächen. Angriff, Abwehr, Flächenangriff, nicht danke. GY. Oder was war das? DY. Oder BA. Ah, ne, ich drücke ganz Zeit. Da drücke ich ja. BY. YD. Nee, da passiert nicht wirklich das, was ich erwarte. Ich hab das auch nicht. Das war auch wieder zu schnell weg, ne? Also das konnte ich auch nicht richtig lesen. Aua. That one was on me. Gita! Giftdolch. Okay, danke, dass du den weggemacht hast. Gehen wir hier mal weiter. Da komme ich nicht hoch. Also, noch nicht. Enten! Ich hab doch einfach. Okay, gut. Hier sind viel von denen hier. Und ein Goldtrizer, die sind nicht gerade ohne. Hallo, tschüss. Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Dann eben so. Auf den Sand zu kämpfen ist scheiße. Heil dich mal, Charlotte. Danke. Danke für die magischen Angriffe, weil die sind wirklich echt schwer zu besiegen, die Pizza. Mit Magie geht das schon ganz gut, aber. Okay. Da war ich ein bisschen zu langsam. Gehen wir nochmal hier gucken. Aha. Bei einer Luke. Die dürfte ich ja eigentlich hochkommen. Mehr oder weniger, vielleicht von hier aus. Ich weiß, da ist auch ein normaler. Ich wollte Kackeiern. Da ist auch ein normaler Weg gewesen, aber. Wo müssen wir denn lang? Wahrscheinlich da. Dann gehen wir mal da lang, wo wir nicht hin müssen. Okay, hier ist eine Sackgasse, deswegen gehen wir erstmal in die Sackgasse.
Warte, ich hab doch mal die. Ja, da. Oh geil, kann einfach nichts mit Magie, ne? Da habe ich ihn auch nicht zu trainiert. Weil ich nicht wirklich an Geist oder Intelligenz trainiert habe. Ich habe eigentlich alle nicht so wirklich in Intelligenz trainiert, soweit ich mich erinnern kann. Okay, er leuchtet. Leuchtet ist nicht gut. Ich habe auch die falsche Attacke gewählt. Oh, der muss jetzt eigentlich sterben, ne? Ich brauche nur nicht Heilung. Das war nicht Heilung, das war Verteidigung. Okay, dann gehen wir mal hier hoch, kurz hoch, holen 170 Lupe. Und dann gehen wir hier lehnen, weil da müssen wir nicht lang. Und da, wo wir nicht lang müssen, ist immer gut, weil das sind wahrscheinlich Items. Ich will erstmal den Tomatenmann da weg haben. Aber da er gerade da liegt, habe ich einfach mal Gift-Torch eingesetzt. Die sterben. Bevor sie nicht scheiden oder so ein Quatsch. Ja, vielleicht mache ich das mal. Hey, die Güte, das weh. Okay. Aber hier wenigstens was Gutes. Okay, eine Truhe ist immer was Gutes. Ja, ein endless Kelch. Ich weiß ja auch nicht. Davon haben wir eigentlich ganz schön viele. Oh. Ist ja toll, aber ich mache sie trotzdem weg. Weil wieso nicht? Oh Gott. Gott, wie die hier alle rumlaufen, die Bekloppten. Muss das so ein bisschen die Kamera wechseln? Also ändern. Damit ich sehen kann, muss ich langlaufen, weil durch den Sand erkennt man das so ein bisschen schlecht. Auch wenn das eigentlich rot ist, aber. Vor allem, wenn man dann auch die falsche Kameraperspektive hat, dann erkennt man das noch schlechter. Und heilen. Danke. Weg hier. Nein. War das wirklich? Tja. Okay, wenn die getroffen werden, sind die ganz schön am dran, Angela und Charlotte. Bei mir geht das ja klar. Relativ. War ich schon. Eier! Wir brauchen Eier! Das ist auch so ein uralter Spruch. Cool. Hier? Nee, hier? Wir brauchen auf jeden Fall MP. Ich will jetzt keine Penis verwenden, aber. Wir brauchen MP. MP, wir brauchen MP. Keine Eier. Ich sehe da auch schon eine Mana-Statue. Finde ich gut. Ja.
Nicht verwandeln. Okay, danke. Leider ging das ein bisschen daneben. Bei Angela geht das irgendwie immer daneben. Wenn ich das nicht selber steuere. Ja, da konnte ich, würde ich auch machen. Über den Kacksand irgendwie was machen. Die Attacke, ne? Ja. Okay, dann nehme ich das erstmal mit. Und hier geht es ja auch noch lang. Wahrscheinlich schon ein Item. Ich dachte gerade, wieso ist das auf der Karte so, sieht das so komisch aus? Weil das ist, weil hier Gas wächst. Macht voll Sinn, aber eigentlich nicht. Wieso das denn so komisch ändern? Verwirrt einen nur mehr, als es sollte.